Zum 01.01.2019 soll ein neues Gesetz in Deutschland in Kraft treten, und zwar das Versichertenentlastungsgesetz. Welche Auswirkungen dieses Gesetz jetzt für dich als gesetzlich Krankenversicherten haben wird, aber auch für die Arbeitgeber, all das erkläre ich dir in folgendem Video. Ganz viel Spaß beim Anschauen. Hallo bei Versicherungen mit Kopf erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian. Heute erkläre ich euch das neue Versichertenentlastungsgesetz, das zum 01.01.2019 hier in Deutschland in Kraft treten soll. Meine Frau hat den Titel dieses Videos vorab gesehen und meine Frau ist Amerikanerin, ist so lange Worte nicht gewohnt und hat direkt gefragt, was ist denn das jetzt schon wieder für ein komisches deutsches langes Wort? Und dann habe ich gesagt, naja, gut, das Thema ist quasi, es geht irgendwie um Versicherte, es geht irgendwie um eine Beitragsentlastung und es geht darum, dass es halt ein Gesetz werden wird. Naja, was macht der Deutsch an sich? Der nimmt einfach drei Worte, die irgendwie schon existieren, klebt die zusammen und voilà, haben wir ein neues Wort. Versichertenentlastungsgesetz. So einfach ist das bei uns, so funktioniert das. Was besagt dieses Gesetz in Kürze zusammengefasst? Und zwar soll durch dieses Gesetz wieder ein Gleichheitsprinzip hergestellt werden, was die Beiträge angeht in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und zwar, dass Arbeitgeber auf der einen Seite und auch Arbeitnehmer wirklich zu 100% jeweils 50% der Beiträge zahlen. Denn im Moment ist es nicht ganz so. Ja? Man sagt zwar immer, ja, der eine Teil wird vom Arbeitgeber getragen, der andere Teil von Arbeitnehmer. Aber der Arbeitnehmer hat eben noch den Zusatzbeitrag, den er hier zahlen muss, der je nach Krankenkasse variiert. Und eben auch dieser soll jetzt 50-50 aufgeteilt werden. Zusammengefasst soll dieses Versichertenentlastungsgesetz eine Verbesserung für Arbeitnehmer und Rentner darstellen, eine Entlastung für Selbstständige und auch eine bessere Stellung, was Zeitsoldaten angeht. Bevor ich auch zu ein wenig Kritik komme, was dieses Gesetz angeht, jetzt erstmal die Vorteile, die dieses Gesetz mit sich bringt. Bei Arbeitnehmern bzw. Rentnern wird es so ausschauen, dadurch, dass eben der Zusatzbeitrag auch geteilt wird und nicht mehr alleine vom Arbeitnehmer bzw. Rentner getragen werden muss, ist es so, dass hier Arbeitnehmer bis zu 38 Euro pro Monat weniger ausgeben müssen an Krankenversicherungsbeiträgen. Wie sieht es genau mit der Entlastung für Selbstständige aus? Das ist mein persönlicher Favorit, das finde ich klasse, da ich eben auch als Selbstständiger damals, als ich meine Selbstständigkeit gestartet habe, auch erst noch gesetzlich krankenversichert war und mich dann erst privat versichert habe, wusste ich eben, wie das genau mit diesen Beiträgen ausschaut, beziehungsweise ich wusste es vorher auch schon, habe es dann aber am eigenen Leibe erfahren dürfen und spreche natürlich auch mit ganz, ganz vielen Menschen, die sich selbstständig machen wollen und der Krankenversicherungsbeitrag hier einen großen Batzen pro Monat ausmacht und oftmals wirklich der Grund ist, warum die Selbstständigkeit dann nicht gewählt wird, weil die Leute halt sagen, pass mal auf, ich fange damit jetzt erst an, ich habe noch keinen Umsatz, ich habe noch keine Gewinne, aber der Krankenversicherungsbeitrag muss halt trotzdem gezahlt werden und der ist teilweise echt hoch. Und jetzt ist durch dieses Gesetz ist eben so, dass der nahezu halbiert wird. Das heißt, der Mindestbeitrag wird dann in Zukunft nur noch 171 Euro pro Monat sein. Das entspricht einer Entlastung pro Monat von fast 180 Euro. Und das ist natürlich eine ordentliche Hausnummer. Das finde ich gut. Das ist eine richtig gute Änderung, denn das wird viele Neugründer dann vielleicht doch eher motivieren, das Thema mit der Selbstständigkeit anzugehen, weil eben der Krankenversicherungsbeitrag nicht mehr so einen hohen Kostenblock ausmachen wird. Und dann eben noch die Änderung für Zeitsoldaten bzw. ehemalige Zeitsoldaten. Ab dem 01.01.2019 soll es dann so sein, dass die auch ein Beitrittsrecht bekommen zur gesetzlichen Krankenversicherung. Die können sich dann freiwillig gesetzlich krankenversichern und nach Ende der Dienstzeit bekommen sie hier dann auch einen Zuschuss zu den Krankenversicherungsbeiträgen. Dieser Zuschuss wird anstelle der bisherigen Beihilfe dann geleistet. Dazu gibt es noch zwei weitere kleinere Verbesserungen, und zwar den Abbau der Beitragsschulden bei ungeklärten Mitgliedschaften und dass die gesetzlichen Krankenkassen jetzt hergehen und die betriebsinternen Altersrückstellungen, die hier gebildet werden von einem Aktienanteil von aktuell 10%, diesen Anteil auf 20% erhöhen werden. Ja, und jetzt schauen wir uns mal an, was ist so mit noch ein Ziel dieses Gesetzes und eben auch die Kritik, die so ein bisschen dann mit sich kommt. Grundsätzlich soll es eben um die Entlastung der gesetzlich Versicherten gehen. Jetzt ist es aber auch so, dass der Gesetzgeber möchte, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen ihre Finanzreserven abbauen. Ja, der sagt, die sind so hoch, Leute, und die sind deshalb so hoch, weil er halt in den vergangenen Jahren
den Zusatzbeitrag zu hoch angesetzt habt. Ja? Wir möchten, dass ihr eure Finanzreserven abbaut. Die dürfen in Zukunft nicht mehr so hoch sein, sondern nur noch ein gewisses Limit betragen. Was wird jetzt dadurch passieren? Krankenkassen werden hergehen und werden den Zusatzbeitrag höchstwahrscheinlich senken oder vielleicht komplett eliminieren und dadurch die Finanzreserven abbauen. Ne? Sie werden weniger Beiträge generieren, ja? Die reichen vielleicht aber nicht komplett, um die Kosten zu decken. Deswegen werden die Finanzreserven angegangen und die können dadurch abgebaut werden. Das wiederum bedeutet, vermute ich, dass eben auch wieder ein höherer Wettbewerb oder nochmal ein höherer Wettbewerb zwischen den Krankenkassen stattfinden wird. Weil für dich als Versicherten ist ja ganz klar, wenn Krankenkasse XY weiterhin vielleicht noch einen Zusatzbeitrag hat von 1%, aber die andere Krankenkasse hier hat keinen mehr, dann ist für dich natürlich es durchaus sinnvoll zu wechseln, weil du natürlich bei der Krankenkasse, die keinen Zusatzbeitrag hat, du weniger zahlen wirst. Also das wird ganz spannend sein zu beobachten. Mal gucken, wie das genau sich dann gestalten wird. Ja, und der Kritikpunkt, der zum Beispiel von Arbeitgeberseite hier halt kommt, ist, dass der Arbeitgeber jetzt natürlich auf einmal mehr Ausgaben hat, weil der Arbeitgeber muss eben auch jetzt 50% dieses Zusatzbeitrages mittragen. Und hier wird von Arbeitgeberverbänden quasi ja, beanstandet, dass das bis zu 5 Milliarden an Mehrausgaben hier betragen kann und diese Mehrausgaben dann wiederum zu Kündigungen etc. führen könnten. Ja, weniger Leute, die dann hier quasi beschäftigt werden können aufgrund dieser Mehrausgaben. Das ist die Kritik, die von Arbeitgeberseite hier kommt. Ist berechtigt, ja. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich bin eben auch gespannt, wie du dieses Thema siehst. Siehst du das wirklich als tolles Gesetz zur Entlastung des Arbeitnehmers, was die gesetzlichen Krankenkassenbeiträge angeht oder eben auch des Selbstständigen? Da bin ich ja, habe ich ja gesagt, ein absoluter Fan davon. Das finde ich wirklich, wirklich gut. Oder siehst du halt hier ein Problem in den vielleicht langfristigen Auswirkungen, weil der Arbeitgeber hier vielleicht zu stark belastet wird? Ich bin gespannt auf deine Meinung dazu. Schreib es in die Kommentare. Ich werde mich dann auch noch in den Kommentaren rumtreiben und meinen Senf dann auch noch in den Kommentaren mit dazugeben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass dem Video natürlich noch einen Daumen hoch da. Darüber freue ich mich enorm. Die Interaktion ist eher immer ganz wichtig. Ja, Kommentare und Likes, so funktioniert YouTube. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann lass natürlich jetzt noch ein Abo da. Dann verpasst du keine Updates, die Versicherungen angehen und du bleibst eben auf dem Laufenden, was auch deine Versicherung oder Versicherungswissen allgemein angeht. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Servus und macht's gut.